Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von City Bus Managers aus der schönsten Hansestadt der Welt, Hamburg. Ja, in der letzten Folge, da haben wir, wie gesagt, noch ein paar weitere Fahrer eingestellt, weitere Fahrzeuge gekauft und uns natürlich auch zum größten Teil darum gekümmert, dass die Linie 16 so schnell wie möglich den Betrieb, oder wo, dass wir den dort, den Betrieb besser gesagt, aufnehmen können. So, dann kommen die nächsten Fahrzeuge. Dann müssen wir auch nebenbei gleich noch einmal so ein bisschen den Blick auf die Linie 4 werfen, ob wir da vielleicht noch weitere Verstärker benötigen. Weil in der letzten Folge habe ich ja so ein bisschen darüber gesprochen, dass wir vielleicht doch mehr oder weniger ein bisschen... Also es kam auf jeden Fall vor, dass da doch mehr oder weniger nicht mehr so viele Fahrgäste waren, also an den Haltestellen gewartet haben für weitere Fahrten sozusagen. Für die Linie 4. Und deswegen nachher einfach gleich, wenn ich hier die letzten großen Fahrzeuge sozusagen alle zugewiesen habe, dann müssen wir, wie gesagt, einmal schauen, ob wir da noch weitere Verstärker mit einsetzen müssen, ne? So, der etwas nächste kleinere Gelenkbus, da, Wagen 36, Fahrer 127. Und dann kommt jetzt Fahrer, Moment. Oder bin ich doch erst bei Fahrer 37, hier 37? Ah, habe ich nicht mehr ganz mitbekommen. Naja, egal. Aber jetzt sind wir hier wieder im Hauptdepot. Fahrer 128, sehr schön. Braucht auch wieder ein etwas größeres Fahrzeug. Und damit haben wir dann jetzt die letzten Kapazität zugewiesen. Das heißt, wir müssen dann jetzt erstmal wieder auf passende Fahrzeuge mehr oder weniger warten. Und die Chance nutzen wir eben halt jetzt, weil, wie gesagt, jetzt haben wir auch keine Kapazitäten mehr übrig, um hier auf der Linie 9 noch, 4 meine ich, weitere Verstärker mit anbieten zu können, ne? Vor allen Dingen müssen wir jetzt auch darauf warten, dass wieder Fahrzeuge wieder reinkommen, dass wir die dann wieder auch hier wieder zuweisen können. Weil sonst kann das Ganze auch wieder ein bisschen schwieriger werden, ne? Oder komplizierter werden, besser gesagt. Aber so wie es aussieht, kommen da jetzt gerade zwei rein. Das ist großartig. Das Fahrzeug können wir dann noch einmal lackieren. Jo, genau, perfekt. Wunderbar. Gut, zwei Wagen sind davon wieder reingekommen. Das ist wunderbar. Einmal für... Nein, Fahrer 130 möchte ich gerne dafür haben. Und der hier Wagen 68 kommt auf die Linie 4 mit Fahrer 131. Also, oh, Fahrer 129 ist noch da. Gut. Dann nimmt er das Fahrzeug hier mit. Nochmal einmal wieder Wendemutstraße. Fahrer 40. Sehr schön. Und jetzt heißt das dann auch erstmal wieder warten. Aber da kommt schon das nächste Fahrzeug wieder rein. Das ist großartig. Das ist perfekt. Da kommt das Fahrzeug schon. Jetzt kommt aber Fahrer 131 da drauf. Ja, können wir das Fahrzeug da, Wagen 52 auf die Linie 5 und 109 einsetzen. Dafür ist das Fahrzeug noch gerade groß genug dafür. Aber hier brauchen wir auf jeden Fall größere Fahrzeuge. Das lässt sich nicht verhindern. Außerdem so viele große Fahrzeuge sind ja auch noch nicht wieder da. Abgesehen von den O405G, aber die ja auch mehr oder weniger als
normale Gelenkbusse, oder haben wir besser gesagt als normale Gelenkbusse so einstufen eingestellt, ne? Oder ja, eingestuft, ne? Da kommt noch ein Fahrzeug, das ist gut. Da unten kommt es auch schon. Ist eigentlich für den Einsatz eigentlich auch ein bisschen zu klein. Aber was soll man da machen, wenn man nicht die Möglichkeit hat, größere Fahrzeuge einsetzen zu können. Gut, bei den Gebrauchtfahrzeugen, speziell bei den Solo-Fahrzeugen, hoffe ich, dass hier bald auch ein O405 auftaucht, weil ich habe für diese Fahrzeuggattung nämlich einen neuen Repaint nämlich fertig erstellt, und den würde ich also dann hier auch gerne dann einmal vorzeigen, sozusagen nur so als kleine Vorab-Information sozusagen, ne? Gut, da kommt schon die nächste Hestram rein. Fahrer 135, sehr schön. Und da kommt schon mal die nächste. 136. Kommt schon das. Ne, das war nur ein O405G, okay. Wagen 53 ist defekt. Einmal Licht und die anderen Sachen sind noch in Ordnung. Aber trotzdem auf die Linie 6 können wir dann Wagen 25 einsetzen. Dafür ist das Fahrzeug noch groß genug. Dafür ist das Fahrzeug noch groß genug. Und jetzt kommt Fahrer 138. Und dann als nächstes die 4 aus der 200er Gruppe sozusagen. Jetzt zum Beispiel Fahrer 235. Sehr schön. Oh, kommen da wieder auch Großraumgelenkbusse rein und so. Aber nicht unbedingt die Fahrzeuge, die wir eigentlich brauchen. Ah, da kommt noch einer, da kommt noch einer. Die brauchen wir auch dringend. Eigentlich brauchen wir noch 4 Stück. Aber wer weiß, wie das denn am Nachmittag noch aussieht. Oder besser gesagt, am späten Nachmittag, früher Abend so ungefähr, ne? Was uns dann dort sozusagen an Fahrgastaufkommen sozusagen zu erwarten ist, ne? Nee, nicht 4 sogar. Oder doch, nee, das ist jetzt Wagen 3? Nee, doch. Doch, da kommen noch mehrere drin. Schande. Aber jetzt kommen hier, glaube ich, viele rein, ne? Jo, 1, 2 Stück. So. Fahrer 246. Sehr schön. Und dann kommt jetzt Fahrer 139. Der erste aus der Gruppe 4. Oh, da kommt zwar auch noch einer, aber braucht noch ein bisschen, ne? Linie 109 und ja, 50 warten auf die Linie 4. Ist nur die Frage, ob sie jetzt in die Linien eingestiegen sind, wo sie auch rein wollten, ne? Weil manchmal teilen sie sich ja hier so ein bisschen, hier und da so ein bisschen, ja, mehr oder weniger seltsam auf, sage ich jetzt mal so. Was aber im Grunde eigentlich nicht so schlimm ist, weil das entlastet ja die anderen Fahrzeuge auch wieder hier und da auch ein bisschen, ne? So, hier können wir dann sogar auch ein O405G einsetzen, das ist großartig. Fahrer 141 und Fahrer 142 und 143 müssen jeweils eine Hestramp mitnehmen. Und Fahrer 144 hat dann wieder etwas Erholung.
Oder nee, Fahrer 144 nehmen wir dann dafür einmal und Fahrer 143. Der kriegt dann eine etwas ruhigere Tour. Ja, aber braucht auch ein etwas größeres Fahrzeug. Hier Wagen 65. Sehr schön. Gut, dann kommen da jetzt schon die nächsten Fahrzeuge zwar rein, aber die brauchen wir momentan noch nicht. Aber sobald wir die benötigen, kommen die natürlich dann auch mit auf Strecke. So, was haben wir jetzt? Hat sich hier im Angebot irgendwas getan? Ja, höchstens den hier können wir erwerben. Mache ich erstmal nochmal die zwei Zuweisungen hier. Vielleicht haben wir da dabei Glück, dass sich dann die Angebote sich vielleicht ändern. Und dann doch vielleicht auch ein 405er mit dabei ist. Das wäre, wie gesagt, perfekt. Aber ist im Grunde eigentlich auch nur ein Wunschgedanke. Gut. Kurz einmal mal ein bisschen rauszoomen, ob da noch was Rotes zu sehen ist, bis auf da oben in Rall steht. Wo ja auch wieder so ein komischer kleiner Bug drin ist. Warum die Fahrgäste hier nicht einsteigen, ist mir wirklich fraglich. Kann ich ernsthaft gesagt nicht beantworten. Ganz ehrlich gesagt, da kann ich leider nichts dazu sagen. Überhaupt nicht. Leider nicht. Gut. Den nächsten Gelenkbus für die Linie 26. Da war, so wie es aussieht, haben wir da mittlerweile auch mehr und mehr Fahrgäste zu erwarten oder zu begrüßen sozusagen. Was aber eigentlich auch sehr schön ist. Fahrer 149 ist gestresst. Dann kommt da einer unserer Reservefahrer drauf. Fahrer 252. Und Fahrer 149 bekommt einen Tag frei. So, prima. Angebot. Nee, nicht so wirklich. Gut. Dann einmal hier den 1 Citaro für 42.500. Perfekt, das Fahrzeug haben wir bekommen. Und das müsste dann, glaube ich, Wagens 205, nee, schon vergeben. Auch schon weg. 207, alles klar. So, einmal Motordefekt, Reifen und Motoröl neu machen. Einmal tanken, sauber machen. Dann kommt hier wieder einmal nochmal ein Solowagen. Apropos Solowagen, dann können wir jetzt gleich mal ein wieder in die Wendemuthstraße übersiedeln sozusagen und von dort aus dann wieder ein Gelenkbus wieder Richtung Hölzigbaum bringen. So, da müssen wir nur mal kurz einmal gucken, sind denn noch Gelenkbusse da? Was? Keine Gelenkbusse, was? Echt alle unterwegs? Oha. Wow, gut. Wenn das so ist, ist das so, ne? Die sind Linie 4, alle Richtung Hauptbahnhof. Das will ich dann gleich immer kurz mal mit ansehen, ob er da auch da wirklich alle mitnimmt. So, Fahrer 151. Wie gesagt, da können wir den Hestraum einsetzen. Und der fährt danach dann einmal ins Depot. Wahrscheinlich einer der Verstärker, ne? Oh, Fahrzeug doch relativ gut voll geworden. Fast keine Plätze mehr vorhanden. Und ich steige hier wieder. Jo, wie gesagt, viele wieder ausgestiegen. Ein rein, raus. So nach der Methode hier, ne? Mhm.
Auch wieder zwei Vierer. Alles klar. Fahrer 152 und jetzt nochmal Fahrer 153. Der Store, auch wieder eine Hestramp. Hier können wir sogar auch einen hier, Wagen 53 einsetzen. Wunderbar. So, nochmal Gebrauchtmarkt. Ne, immer noch dieselben Fahrzeuge. Und Wagen 24 kann dann jetzt auch auf Strecke gehen. Supi. Oh, da warten jetzt die meisten eher auf die Linie 5. Oh, kommt auch jetzt. Aber die 4 ist auch mit dabei. Oh, das ist halt doch auch ein bisschen merkwürdig, das Ganze hier, aber wie gesagt, die Fahrzeuge werden doch eigentlich sehr gut gefüllt oder sind sehr gut besetzt. Ach, das ist der eine Vierer, der unten da Dammtor gestartet ist. Alles klar. Gut, das Fahrzeug ist voll. Und doch, eigentlich müssen wir das doch auch wieder so beibehalten, ne? Und die meisten steigen jetzt vermutlich wieder hier mit aus, ne? Jo, wie schon angekündigt oder vorausgesehen, ne? Oh, zwar ein bisschen merkwürdig, aber ja, zwar ist was schön, also hier können wir ordentlich ein bisschen Geld verdienen, das ist wunderbar. Ist ja im Grunde eigentlich auch eine sehr schöne Sache. Aber trotzdem ein bisschen merkwürdig, also dieses Prinzip hier sozusagen so ein bisschen, ne, mehr oder weniger gesehen, ne? Gut, dann können wir mal die nächsten zwei Fahrer zuweisen. Und dann gucken wir jetzt gleich nochmal nach weiteren Fahrzeugen. Oh, da kommt jetzt momentan nichts rein, ne? Überhaupt nichts. Bisschen grottig ist es doch momentan hier. Dass da nichts reinkommt. Also in dem Gebrauchtmarkt, ne? Jetzt ist was reingekommen, aber nicht das Fahrzeug, was ich hier eigentlich gebrauchen könnte, ne? Gut, dann müsste ich vielleicht einmal kurz auf ein Neufahrzeug eigentlich zurückgreifen, ne? Gut. Importieren. Und zwar, muss ich das hier kurz mal raussuchen, Marisenrost, Marisenrost, 1,4.1, das ist die Lackierung, die ich dann hiermit verwenden werde. Eine real existierende Firma hier in Hamburg und muss ich ehrlich sagen, gefällt mir eigentlich doch, eigentlich sehr gut. Gibt es vielleicht noch hier ein, zwei, vielleicht kleine Anpassungen, aber ansonsten eigentlich gefällt mir das Fahrzeug bis jetzt. Gibt es vielleicht noch ein paar Ausbesserungsvarianten,
Hier muss ich auch noch den weißen Schriftzug noch ein bisschen weiter anpassen, aber ansonsten bin ich eigentlich doch sehr zufrieden damit, mit dem Ganzen hier. Gut, das nehmen wir dann mal an, das Fahrzeug. Das müsste dann Fahrzeug... Hat das auch, nee, leider nein. Keine passende Fahrzeugnummer. 208. Gut, das ist das erste Fahrzeug davon, wie gesagt. Das ist die neue, das neue Repaint, was ich für den O405 entworfen habe. Wie gesagt, auch ein Fahrzeug gewesen, was bei der Hochbahn und also in Hamburg unterwegs war. Anfang der, Mitte der 80er Jahre war das Fahrzeug unterwegs. Auf der Internetseite HOV, also Hamburger Omnibusverein, da gibt es so eine Liste, wo alle Fahrzeuge zu sehen sind, die bei der Hochbahn jemals unterwegs waren, alle unterwegs waren, mit auch unterschiedlichen Lackierungen und so weiter und so weiter. Und dazu würde ich dann auch einen Link einmal unten in der Beschreibung mit reinpacken, damit ihr euch das Fahrzeug auch einmal ansehen könnt. Allerdings wird man das Fahrzeug nur von der Seite aus sehen. So wird das Fahrzeug auf dem Foto zu sehen sein. Ungefähr so ein bisschen in der Position mit einer Zielanzeige. Linie 179 müsste das, glaube ich, sein, nach Bramfelder See. Und die Seite habe ich an anderen Fahrzeugen mir mehr oder weniger abgekupfert. Und zwar diese Farbvariante, also so auf der Seite weiß, hier so ein bisschen türkis. Hatten die O 305 hatten diese Farbvariante. Aber dazu kann man, werde ich auch, wie gesagt, einen Link nochmal dazu mit reinpacken. So, Stadtwerke, wieder Störung der Photovoltaikanlage, na prima. Wann fallen die Dinger eigentlich mal nicht aus? Also eigentlich fallen die immer dann aus. Oh, eigentlich stört es mich eigentlich nicht so gar nicht, ob wenn die Dinger ausfallen oder nicht. Weil Ökostrom setzen wir ja sowieso momentan ja sowieso noch nicht ein, bis auf das, was sie selber produzieren. Aber ansonsten wird der Strom, den wir hier erzeugen, eigentlich zum größten Teil, ja, aus wo kann man das nochmal? Verträge, Stromtarife, ja, aus Öl, Kohle und etc. eben halt erworben. Eben, wie gesagt, kein Ökostrom, ne? Könnte man zwar auch machen, aber dafür haben wir... sind wir ja auch nicht so wirklich ökomäßig nicht unterwegs, ne? So, Linie 20, da können wir dann auch Wagen 208 mit der schönen Markisendrost Werbung einmal einsetzen. Auch nochmal zur Information oder zur allgemeinen Bekanntgabe oder sowas. Das ist keine Werbung, die ich für dieses Unternehmen mache, sondern ich habe die Lackierung einfach frei nach Schnauze gemacht. Also es ist, wie gesagt, kein Werbeauftrag oder irgendwie sowas in der Richtung. Ich habe mir das Fahrzeug einfach frei nachdesignt, wie das Fahrzeug in den 80er Jahren einfach mal aussah. Weil mir die Lackierung einfach eben halt so gut gefallen hat oder diese Werbung, dass ich sie hier gerne mit hier raufbringen wollte. Und ja, wie gesagt, es ist keine Werbung dafür. Ich bekomme dafür auch nichts und möchte dafür eigentlich auch nichts bekommen. Also wenn jetzt vielleicht einer von der dort arbeitet oder diese Firma vielleicht kennt... und das vielleicht sagt, hey, da gibt's jemand, der macht Werbung für uns und sowas. Können wir den nicht vielleicht irgendwie sowas, bla bla bla. Würde ich zwar als Anerkennung zwar Dankeschön sagen, aber ich werde da nichts annehmen. Also ich mache das hier nicht, um mich aus irgendeinem Grund irgendwie zu bereichern. Dafür schalte ich ja hier schließlich ja auch keine Werbung oder sonstige irgendwelche Werbekram oder sonst was. Das hier ist alles mehr oder weniger... Freizeitaktivität für mich sozusagen. Und deswegen Freizeit bleibt Freizeit und Arbeit bleibt Arbeit. Also das bleibt bei mir schön konsequent getrennt. Nur nochmal
Zu einer kleinen Info sozusagen. Gut, wenn ich jetzt gleich wieder die ganzen Fahrzeuge hier wieder zugewiesen habe, dann schauen wir mal, obwohl momentan sieht das wieder nicht so ganz rosig aus mit den Finanzen hier. Aber wenn, dann gucken wir gleich mal wieder nach weiterem Fahrpersonal und auch natürlich nach weiteren Fahrzeugen, ne? Oh, hat zwar nicht viel gebracht. Aber auch nur. Hier brauche ich auf jeden Fall noch weiteres Fahrpersonal. Das sehe ich sofort. Hier, den können wir noch mit einstellen. Der würde auch noch gehen. So, das ist dann jetzt Fahrer. Oh, wieder vertippt. Kann nicht angehen. Himmels Willen. 43. So, jetzt habe ich's. Und das ist dann Fahrer 44. Gut. Kommt die jetzt auch noch mal mit auf die Strecke? Den nächsten Solowagen. Da ist der Wagen 36 wieder da. Wieder Linie 111, auch wieder so viele Fahrgäste. Und Fahrer 44. Dann wieder einmal die Linie 6. Obwohl Fahrer 74 ist auch gestresst. Kommt Fahrer 253 und Moment, Fahrer, Moment, 400, Fahrer 174. Bekommt einmal einen Tag frei und dann sind wir jetzt wieder Langenfelde, da sind ja auch noch wieder noch ein paar Gelenkbusse da. Fahrer 29 sieht so aus, als ob der jetzt hier unterwegs sein muss oder unterwegs sein müsste. Weil da eben halt die nächstgrößere Lücke zu sehen war. So, wieder die Linie 4, 5. Auch wieder eine Hestramp dafür. So, und nehme ich hier nochmal die Fahrer aus der 30er-Gruppe. Das sieht man momentan doch alles mehr oder weniger wie nach einem großen Kuddelmuddel so ein bisschen aus, ne? Habe ich jetzt gerade die Fahrer verwechselt? So wie es aussieht, ja. Wagen 186. Fahrer 30. So, und wieder zurück ins Haupt, ins Hauptdepot. Guck mal, alles momentan ein bisschen merkwürdig vor, das Ganze hier, ne? Fahrer 30. Fahrer 180.
Fahrer 32, wieder nochmal im Hauptdepot. Irgendwo habe ich da einfach wirklich den Überblick verloren. In den anderen Betriebshöfen hier. Meine Güte. Hier ist jetzt Fahrer 31 dran. Gut. Fahrer 182 müsste auch noch dran sein. Nee, 182 ist gestresst. Aber Fahrer 184. Und für Fahrer 182 kommt nochmal ein Reservefahrer drauf. Fahrer 151. Kommt das Fahrzeug mit und Fahrer 182 bekommt auch einen Tag frei für die nächsten 24 Stunden. Einmal ausruhen bitte. Fahrer 33. Und dann kommt jetzt Fahrer 237. Da ist er. Und hier brauchen wir dann mal einen Gelenkbus. Alles klar, alles klar. Fahrer 32. Und Fahrer 33. Moment, Moment, Moment. Da. Wagen 150. Sehr gut. Kurz mal nach weiteren Fahrzeugen schauen. War denn da hier was dabei? Also vorhin da war auf jeden Fall was. Oh meine Güte. Da sind einige gute Fahrzeuge dabei, aber dafür haben wir in letzter Zeit nicht die finanziellen Mittel dafür. Was wiederum sehr schlecht ist. Sehr, 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 sehr schlecht. Aber es wäre großartig, wenn wir das Geld dafür gerade hätten. Fahrer 238, ne? Ja, genau. Fahrzeug, Fahrzeug, Fahrzeug. 100 Fahrgäste. Da, Wagen 60 ist da. Fahrer 35. Oh, da kommt schon der nächste Solo-Einsatz. Fahrer 247. Und dann nochmal, Moment. Wagen 57 mit Fahrer 248. Guti, nochmal die Linie 9. Fahrer 36. So, damit müssen wir, glaube ich, hier alle... Ah, der ist noch da. Alles klar. Fahrer 248 müsste. Habe ich den schon? Naja, gut, okay. Dann kommt jetzt Gruppe 5. Oh, Fahrer 158 ist auch so gestresst, ne? Gut, nochmal einen Reservefahrer raussuchen. Und dann bekommt der auch nochmal Fahrer 185 ebenfalls nochmal einen Tag frei. Da habe ich ihn. Einmal Urlaub, 24 Stunden. Der ist dran. Da müssen wir wieder ein größeres Fahrzeug einsetzen. Wagen 43. Nochmal auch ein Solowagen. Und 189. Äh,
lieber Wagen 72 dafür einsetzen. Gut. Dann folgt jetzt Linie 6. Der Wagen 139 können wir dafür nehmen. Kommt ja gerade reingeschossen und wird dafür gerade sozusagen angeboten. So, Moment. Fahrer 191, der bekommt auch einen Tag frei. Und dafür kommt dann auch wieder ein Reservefahrer drauf. Fahrer 255. So viele Reservefahrer sind heute unterwegs. Das ist auch mal eine sehr selten sogar gesagt. Aber für manche gönne ich das eben halt, ne? Wenn man mehr als gestresst ist oder gestresst unterwegs ist. Gehaltserhöhung. Bitteschön. Der muss nur danach Bescheid sagen und dann bekommt er natürlich auch einen Tag frei. Damit habe ich kein Problem damit. Dafür haben wir einfach noch mehr als genügend Fahrer hier im Depot. Das ist bei mir überhaupt kein Problem. Das ist überhaupt kein Problem hier bei mir. Gut. Linie 180. Da waren wir doch auf 130er. Fahrer 35. Genau. Gut, daran konnte ich mich erinnern. Wunderbar. Auch mal was relativ sehr selten ist, dass ich mich an irgendwas erinnern konnte. Normalerweise geht das ja in den anderen Betriebshöfen mehr oder weniger unter, wo welcher Fahrer als letztes unterwegs war. Oh, Nachtbuslinie 2, auch ein Gelenkbuseinsatz für Fahrer 36. So, jetzt haben wir ein paar Geldmittel sozusagen da. Oh, mit den Geldmitteln könnten wir wieder auch zwei Solo-Fahrzeuge kaufen, die wieder in die Richtung Wendemuthstraße bringen. Haben wir auch gar nicht viel zu tun hier. Haben wir bekommen, wunderbar. Und das müsste dann Wagen 210 sein. Gut, das müsste Wagen 209. Das ist doch perfekt. So viele schöne Fahrzeuge haben wir jetzt hier. Und dann können die auch gleich hier die neue Lackierung bekommen. Das ist doch großartig. Gut, da muss ja auch zwar auch noch einmal aufgearbeitet werden, aber besser als gar nichts. Gut, dann nehmen wir wieder einen von den hier hinten. Oh, der muss auch in die Lackierhalle. Gut, dann kommt der in die Wendemuthstraße. Müssen es sogar mittlerweile zwei Gelenkbusse sein, die wir rüberbringen müssen. Gut, dann kommt der einmal hier Richtung Hölzigbaum und der kommt nach Hölzigbaum. Sehr schön. Sehr schön. Das ist doch großartig. 210 Fahrzeuge hier haben wir auf dem Hof. Und sogar eins mit einer neuen Werbung auf jeden Fall. Müsste ich kurz mal gucken, ob ich das Fahrzeug jetzt irgendwo finde. Da, auf der Linie 20 ist es unterwegs. Und hat sogar auch 28 Fahrgäste mit dabei. Und sogar natürlich auch eine Neuerwerbung, ne? Augenzwinker. Das ist doch großartig. Perfekt. Das gefällt mir. Einmal hier die Lackierung drauf.
Elite-Boss wieder, ne? Jo. Genug. Gut, den nächsten Fahrer, das wäre Fahrer 197. Gut, Wagen 17. Auf die Linie 9 kommt auch nochmal ein Solo-Wagen. 98 und Fahrer 199. Achso, muss doch die Halle noch, Lackierhalle verlassen, ne? Gut. Glaube aber nicht, dass da heute noch irgendwas reinkommt an Aufträgen. Der kann in die Lackierhalle. Bekommt die neue Werbung sozusagen. Oh, der ist, der ist auch schon wieder auf instand gesetzt worden. So, habe ich die jetzt hier irgendwo abgespeichert oder nicht? Ne, glaube ich nicht. Ne, die ist es nicht. Gut, dann muss ich die hier wieder einmal händisch raussuchen. Da habe ich das Ding. Gut, perfekt. Und damit ist jetzt dann das zweite Fahrzeug unterwegs. Und Fahrzeug Nummer 3 hat dann die Lackierung dann auch gleich mit drauf. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Da fällt es dann jetzt hin. Und bekommt die Lackierung ebenfalls. Wunderbar, wunderbar. Das gefällt mir doch. Das ist doch sehr gut. Sehr schön. So, Fahrer 37 ist dran. Solowagen, Solowagen. Da Wagen 79. 179. Wenn man es genau nimmt. Und Fahrer 138 auf Wagen 157. So. So, da haben wir jetzt hier, wie gesagt, 22 Fahrzeuge und auch dementsprechend Fahrer dafür. Nehmen wir nochmal 2. Was? So viel Gehalt habe ich denen angeboten? Warum das denn? Naja, egal. Jetzt haben wir sie auf jeden Fall. Das sind dann die Azubis. Und die werden dann natürlich auch schon mal eingenummert. Ach, wieder den falschen. Nicht 36, sondern. Och, sag mal. Ja, 46 und hier 45. Himmels Willen. Sabbel ich mich hier ein zurecht, aber scheiß drauf. Gut. Fahrer 202. Und hier kommt dann jetzt Fahrer 39 drauf. Sehr schön. So, Fahrer 40. Und dann kurz zum Schluss nochmal eine weitere kleine Information sozusagen. Die nächsten 4 Folgen auf jeden Fall, die sind auch wieder im Voraus produziert worden. Also da, wenn ihr Fragen oder Vorschläge habt, also in den nächsten folgenden Videos sozusagen, in den nächsten 4 Folgen, kann ich dann erst sozusagen darauf reagieren, wenn ich mit der 5. Folge sozusagen anfange. Und dann haben wir jetzt vom Freitag bis Sonntag wieder ein Event in der Stadt. Auf jeden Fall am Wochenende. Alles klar. Mit erhöhten Fahrgastaufkommen. Naja, dafür haben wir genügend Lenkbusse ja da. Das sollte ja kein Problem werden. Aber eben nochmal, wie gesagt. Erst ab der 5. Folge besteht die Möglichkeit wieder auf Kommentare sozusagen zu reagieren. Gut.
dann kommt jetzt Fahrer 201. So, hab ich den, da. Dann 5 Fahrzeuge vom Typ Heestramp auf andere Linien sozusagen zuweisen mit Fahrer 200. Und wieder normale Fahrzeuge im normalen Gelenkbus. Dann kommt hier Fahrer 205. Und dann hier einmal Fahrer 41. Gut, dann muss jetzt hier wieder Fahrer 1 wieder antreten. Und hier sind wir wieder im Hauptdepot. Fahrer 200. Und na mal schauen. Fahrer 206. Fahrer 207 benötigt wieder ein etwas größeres Fahrzeug. Fahrer 208. Ein kleineres Fahrzeug. Und Fahrer 209 und 210 nehmen eine Heestram mit. Obwohl Fahrer 211 auch, ne? Ja. Da haben wir, ihn. Und haben sie hier Fahrer 6 irgendwie reingedödelt, ne? Oh, da sehe ich jetzt den Fehler. Ich habe zweimal Fahrer 6 eingetippt. Jo, genau. Gut, wo fangen wir jetzt hier an? Gut, würde ich sagen, dass ich jetzt mal ein paar Azubis hier nehmen würde, damit wir die mal ein bisschen ausbilden können, ne? Gut, Fahrer 18. Damit er mal ein bisschen mit seiner Ausbildung vorankommt, ne? Weil hier oben haben wir eigentlich ja gar keine Azubis mehr. Naja, die sind ja auch eben halt alle hier schon längst ausgebildet. Die Klügen, die Alteingesessenen, ne? Wie sieht es hier aus? Hier haben wir auch keine Azubis mehr. Okay. Aber wo ist hier Fahrer 1? Das wird als... Ach, der ist schon zugewiesen. Alles klar. Okay. Dann habe ich das schon gut. Okay. Habe ich das nur irgendwie hier und da wahrscheinlich übersehen, ne? Gut, alles klar. 213, Fahrer 214. Solowagen, einer der mit der neuen Werbung. Dann kommt jetzt die dritte Heestramp. Mit einem Einsatz auf einer anderen Linie. 215. 216 hat wieder einen Solo-Einsatz. Mit einem normalen Gelenkbus. Und zwar... Auf welches Fahrzeug war das jetzt nochmal? Scheiße. Ich muss einmal nachgucken. Also bei den Mengen an Fahrzeugen kann man auch schon mal den Überblick verlieren. Wagen 42. Wagen 42. 217, 218.
218 und 219. Oh, wieder so weit runtergerödelt, ne? Da, 219. Gut, dann nochmal hier den nächsten Azubi. Fahrer 19. Und Fahrer 220 auf Wagen 25. Gut, dann hoffe ich, es hat euch wieder gefallen. Wenn ja, lasst doch ruhig ein Abo da und gebt dem Video einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und ansonsten, ja, wenn ihr Vorschläge oder Ideen habt und sowas oder Fragen habt, könnt ihr sie gerne noch in dieser Folge, wie gesagt, erst zwar gerne stellen, aber ich kann sie erst später beantworten, weil wie gesagt, die nächsten Folgen alle im Voraus produziert werden und ich dementsprechend relativ schlecht darauf, frühzeitig sozusagen darauf antworten kann. Also es wird ein bisschen mit Zeit verbunden werden. Ah, habe ich hier wieder hier und da Fehler gemacht, ne? Vergessen zu schnell hier die Zeit zu stoppen, ne? Kann mal vorkommen. So, und das ist dann jetzt die letzte Hestramp, die für was für eine andere Linie eingeplant wird. Und die anderen müssen, wie dann gesagt, größere Fahrzeuge einsetzen. Wagen 46 muss gleich einmal in die Werkstatt. Sobald ich hier ein bisschen Luft wieder reingeholt habe. Fahrer 225, einmal schnell in die Werkstatt. Oh, komm. Oh, die 200er Gruppe zuzuweisen ist echt ein bisschen freaky Kram hier. 228, 229, da reicht Wagen 24 aus. Wieder Wendemuthstraße. Ein Azubi. So, dann kommt jetzt Fahrer 239. Wagen falsch zugewiesen, aber egal. So, Fahrer 240. Können wir das Fahrzeug nehmen und jetzt noch einmal Fahrer 249. Mal schauen, hier Wagen 102 und Fahrer 250, Wagen 113. Gut, also wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen und sehen wir ansonsten in der nächsten Folge wieder, ne? Und nicht vergessen, die nächsten Folgen werden vorausproduziert, ne? Bis denn und tschüss.